Hallo und herzlich willkommen zurück bei Raft. Und in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen verbaut und haben die ganze Folge etwas gebaut und dann die ganze Folge etwas wieder abgebaut. Und ich wollte eigentlich mit euch zusammen jetzt hier diesen fetten Turm bauen. Aber ich habe mir überlegt, da ihr vielleicht ein bisschen gelangweilt seid, dass ich schon mal ein bisschen vorarbeite. Und deswegen guckt mal, was ich hier habe. Da 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 da. Nichts. April, April. Natürlich baue ich nicht vor. Wir machen das zusammen. Habt ihr jetzt gedacht, hier ist ein fetter Turm oder was? Ja, so habe ich das gerne, ne? So habe ich das gerne. Der Bolle macht alles alleine und ihr guckt euch nur das Ergebnis an. Nee, Freunde, so haben wir nicht gewettet. So haben wir nicht gewettet. Ja, Spaß beiseite. Natürlich machen wir das zusammen, ist ja klar. Das ist ja klar. Wie close, Brühe. So, jetzt hier das Ding hin. Wir haben doch alle Materialien, geht doch schnell, seht ihr? Jetzt kann man hier den Aufgang machen. Hier kommt jetzt ein großer hin. Ein großer Onkel, so, ne? Dann haben wir hier wieder eine Platte. Dann kommt der daneben. Dann brauchen wir hier einen Stab. Ja, so. Plus einen halben. So. Dann sieht schöner aus so. So sieht schöner aus. Also, wer mir da nicht zustimmt, da weiß ich auch nicht. Aber das ist einfach. Alles andere wäre Kasperletheater gewesen. Ja, setz den bitte dahin, wo ich das will. Da, so. Genau. So, dann kommt jetzt hier noch eine Treppe hin. So. Und dann brauchen wir hier noch einen Stab. Ach, den können wir auch da drauf setzen. Ja, ich möchte ihn aber hier unten schon haben, dass das auch ein bisschen ordentlich aussieht. Ne? So. Genau, dann kommt jetzt hier wieder. Wie hoch kann man eigentlich insgesamt bauen? Das wäre auch mal interessant. Ach, wir haben keine Planke mehr. Dann holen wir uns halt Planken. Wir haben ja noch ein paar. Ein paar haben wir noch. So. Hier einmal hoch. Hier einmal hoch. Da eine. Da eine. Hier jetzt wieder so ein Ding. Zack. Ja, jetzt sind wir schon auf der Ebene. Das ist schon mal gut. Jetzt muss hier so ein Ding noch hin. Hier auch noch so ein Ding hin. So. Dann kommt hier das Teil wieder hin. Hier das Teil wieder hin. Und hier jetzt der finale Aufgang. So. Ist die Frage, wie hoch wir das machen. Es ist auch die Frage, wie weit die auseinandergestellt werden müssen. Das sollten wir uns dann nochmal angucken, bevor wir oben die Plattform dann bauen. Wo waren die Stangen hier? Da muss eine drauf. Und da muss eine drauf. So. Dann kommt das jetzt hier neben. Wir haben jetzt hier maximal Bauhöhe. Ah, ne, das ist ja. So, dahin. Okay, dann hier noch einmal hochgelaufen. Ja, das sieht doch schon nach was aus. So. Dann bauen wir hier nochmal Triptrap hin. So. Und dann kommt. Oh Gott, es wird ganz schön hoch, ne? Noch aufpassen, dass wir in der Mitte nicht runterfallen. So. Ah, jetzt kommen wir jetzt hier langsam an die maximale Bauhöhe. Kann das sein? Möglich, ne? Möglich, meine Freunde. Hier kann man auch nicht mehr drauf bauen. Was soll denn das? Wieso kann ich hier nicht. Ist das die maximale Bau. Ach ne, ach. Wir haben keine Nägel mehr. Oh. Könnte sein, dass wir jetzt wirklich auf den letzten Meter noch. Hallo? Aufgrund der Nagelknappheit. Aber wir können noch ein paar bauen, ne? Das wäre jetzt ärgerlich. Viele aber nicht mehr. Na gut, dann. Zumindest können wir noch höher bauen, das ist schön. So. So, und jetzt können wir hier noch die Planke hinsetzen. Mal kurz gucken, dass ich keinen Fehler mache. Ja, so. Hier kommt eine hin. Und jetzt. Oh. Hunger. Ja, fliegt mal weg. Blöden Vögel, du flieg auch mal weg. Wie machen wir das denn jetzt? Wie hoch sind wir denn dort?
Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, wie wir jetzt hier oben vorgehen, wie hoch wir eigentlich müssen. Oder ob wir das jetzt hier so lassen, als Höhe. Ja, da laufe ich jetzt nicht hin und dann... Oder ob wir es ganz anders machen und am Ende so eine kleine Mini-Treppe hinsetzen. Das könnten wir tun. Das könnten wir wirklich tun. Dass wir hier jetzt quasi den hier machen. Ich erkläre euch das gleich, warum ich das wieder abreiße. So. Dass wir hier jetzt... Wir sind ja schon ziemlich hoch. Und dass wir dann hier noch eine kleine Treppe machen mit einer Luke, dann haben wir viel Platz oben. Wisst ihr, wie ich meine? Aber jetzt erstmal bauen wir das Gestell rundherum. Dafür brauchen wir ja die Wände. Das müssen wir auch noch machen. So, hier muss eine Wand hin. Und zwar andersrum, so. Hier muss auch eine Wand hin. Hier muss eine Wand hin. Hier muss eine Wand hin. Oh, das ist teuer. Na, aber wir haben noch genug, oder? Das müsste reichen. Die Wände kosten ja nur Holz. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt hier so gefällt, dass das jetzt hier so eng ist. Warte, wir reißen den ganzen Turm nochmal ab. Was? Ah. Seht ihr? Wieder nicht aufgepasst. Wieder nicht aufgepasst. Wieder 50% Baukosten verjabbelt. Hier müssen wir so machen. So. So. Ja. Nein. Och, Manno. Das gibt's doch nicht. Das muss wieder weg. Ich sag euch, wir hätten genug Materialien gehabt, um das alles zweimal zu bauen. Hätte ich nicht die ganze Zeit unvorsichtig gehandelt. So. Bisschen blöd, dass hier diese Dinger durchgucken, ne? Aber gut, so ist es. So kann ich hier nichts draufsetzen. Das ist jetzt aber richtig, ne? Ja. Kann ich jetzt nichts davor setzen? Müssen wir jetzt hier tatsächlich noch so einen Automaten hier hinsetzen? Wahrscheinlich, ne? So. Geht das jetzt nicht? Wieso geht das nicht? Oder brauchen wir jetzt hier allen Ernstes noch eine Plattform dafür? So, aber kommen wir dann hier noch hoch? Ja, gut, dann brauchen wir wahrscheinlich die Plattform. Sonst können wir das Ding nicht davor setzen. So, einmal drehen. Schön. Doch, das wird sich lohnen, Freunde. Ihr werdet sehen, das lohnt sich, dass wir jetzt die Zeit investieren, weil wir wollen es ja auch schön haben hier. Oh. Ja. Haben wir nicht noch irgendwas Leckeres zu essen? Nee. So, gut, dann gehen wir kurz runter. Beeil dich bitte. Bitte beeilen. Beeilen Sie sich mal. Ach, wir haben hier wieder nichts drauf liegen. Doch, ist doch was drauf. So, zack. Weil gekocht bringt das natürlich deutlich mehr. So, 4 Stück. 4 Snacks. Müssen wir hier das Ding auch mal wieder voll machen. So. Dann machen wir die auch mal wieder voll. Und dann haben wir erstmal wieder was, ne? So. Planken sind genug da. Ist schön. Jetzt wird wieder Tag. Und ich sag, wir haben hier noch was zu bauen. So, dann kommt jetzt hier das Ding hin. Hier. So. 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 Hier muss auch einer hin. Da hätte ich gern einen. Ach, es geht nicht, weil das Ding da ist. Hä, was haben wir jetzt abgerissen? Das würde mich mal interessieren. Irgendwas haben wir abgerissen. Vielleicht so ein Ständer? Keine Ahnung. So, ne? Ach nee, hier die Treppe haben wir abgerissen. Toll. Gut. So. Mhm. Dann müssen wir das Teil hier noch abreißen. Ja, dann können wir hier nämlich noch eine... Ah, hier haben wir nur eine halbe Wand. Pass auf, machen wir die auch weg. Dann können wir hier... Eigentlich müssen wir hier gar keine hinsetzen, ne? Das kann ja auch so offen bleiben hier. Ist eigentlich auch ganz schön. Aber hier müssen wir was machen. Hier, oh, hier müssen wir reparieren.
Eieiei, hier müssen wir reparieren. Was hatten wir denn hier? So ein Dach einfach? Jetzt kann ich das hier wieder nicht bauen, ne? Jetzt müssen wir hier. Wie hatten wir das denn gemacht? Wie haben wir das denn hingekriegt? Haben wir Stützen gebaut und die dann wieder abgerissen? Wahrscheinlich, ne? Hier. Hier, ich setze mal zwei und dann müsste das vielleicht gehen. So. Kritisch. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Nee, da hatten wir eine Ecke drin, ne? Ein Eckdach. Aber ob man das jetzt noch so machen kann? Pass auf, wir bauen erstmal hier weiter, was wir definitiv machen müssen. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Wieso geht da nichts? Ach, wieder kein Holz mehr. Wir haben jetzt das ganze Holz genommen. Haben wir jetzt kein Holz mehr? Oh. Gut, dass wir hier noch was haben, aber ich sag euch direkt, wie es ist. Oh, das wird nicht reichen. Ich muss mal kurz Inventar ausleeren ein bisschen. Die Blumen müssen weg. So, hier haben wir eine leere Kiste, ne? Hier noch. Hier packe ich jetzt mal. Komm. Ich weiß, ist blöd, aber steckst du nicht drin. So. Ich habe jetzt keine Lust, dass sich das hier so ewig hinzieht. Ich will jetzt hier mal weiterkommen mit dem Kram. Na, komm her. Das. So. Hier, das können wir auch noch alles wegpacken. Und dann haben wir ein paar Bretter. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt dürfen wir nicht mehr so viele Fehler machen. Können wir uns nicht mehr erlauben jetzt. Das ist alles gut. Blöd, dass hier so eine Ritze ist, ne? Aber gut, die ist überall. Die Ritze ist überall. So, so, so. Ah, so, so, so. So, so, so. Das haben wir. Jetzt sind wir hier auf einer Ebene. Könnte auch überlegen, ob man das jetzt hier so nutzt als Fläche. Ob man das jetzt hier quasi als Grundfläche nimmt. Ich weiß nicht, Freunde, wie groß es sein muss am Ende. So, den brauchen wir. Ah, ne, seht ihr. Den können wir hier schon gar nicht mehr setzen. Deswegen war meine Überlegung, so ein Aufgang, dann am Ende noch so eine Treppe zu machen. Aber gut, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wenn das jetzt unsere Grundfläche wäre, könnte man jetzt hier. Ich weiß, ich wollte, das war übrigens gerade mein Bauch, der rumort. Ich habe nämlich auch Hunger. Hört man das? Oh, ich habe so Hunger. Macht er. Es ist nicht in-game. Reicht das hier, um unseren Sender zu platzieren? Die müssen ja einen gewissen Abstand voneinander haben, ne? Das weiß ich nicht. Müssen wir uns mal angucken. Gucken wir jetzt erstmal, wie diese Konstruktion überhaupt von außen aussieht. Doch, so habe ich mir das vorgestellt. Genau, hier kommt dann nochmal so eine Bahn rum. Da haben wir so einen richtig fetten Turm da. Doch, das habe ich so gedacht. So habe ich mir das gedacht. Doch, das ist cool. Das wird cool. Das muss dann noch geändert werden. Ja, wir haben keine Bretter mehr jetzt. Ja, wieder leider nur ein halbfertiges Bauprojekt. Aber hier drin, dann können wir das nochmal abreißen. Brauchen wir ja nicht. Oder bräuchten wir im Prinzip vielleicht schon. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Und hier könnten wir auch überlegen, ob wir innen auch nochmal Wände reinsetzen, dass man hier nicht runterfallen kann. Oder zumindest halbe Wände. Oder schräg. Gibt es schräge Wände? Nee, schräge Wände gibt es nicht. Es gibt nur diese. Doch, das hier. Dreieckige Holzwand. Die Dinger könnte man nehmen. Ist er hier? Auf die Ebene würde ich es gern setzen. Das geht nicht. Ja, so, aber hier hin. So. Ja, aber das Ganze nur ein höher. Da müssten wir wahrscheinlich eine halbe Wand setzen. Weil ich probiere es mal aus. Eine halbe Wand. Ja, machen wir auch so rum, ne? Und da drauf dann diese Schräge. So, warum geht das jetzt nicht? Warum kann ich die jetzt hier nicht hinsetzen? Aber so ginge eigentlich auch. Da kann man aber immer noch runterfallen. Ha, das müssen wir uns nochmal überlegen.
Was haltet ihr davon? Wie gefällt euch dieses Projekt? Kann man sich jetzt vorstellen, wie es werden soll? Da oben kommt da Antenne drauf. Das sieht doch gut aus. Dann treiben wir jetzt mal langsam, aber sicher Richtung Insel, oder? Ich meine, wir brauchen eh neue Materialien. Könnte man hier auch mal schnell das wieder abernten. Holz brauchen wir auch. Holz kriegen wir auch noch von unserer eigenen Insel hier, indem wir das hier hinten noch abreißen, ne? Diese Reihe. Zwei Pflanzen, da gibt es noch ein bisschen was. Das können wir auch machen, aber ich fahre hier erstmal, ich dogge hier erstmal an. Ja, so riesig ist sie doch nicht, die Insel, ne? So riesig ist sie nicht. So riesig ist sie nicht. So riesig ist sie nicht. La 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 la. Jo. Das war nicht gewollt. Und einmal den Anker, bitte. Schön. Dann reißen wir jetzt hier hinten das Holz ab. Vielleicht reicht es dann schon für unser Bauvorhaben. Ja, so ist das. Man muss halt mit der Zeit leben, ne? Es kann nicht immer alles so bleiben, wie es ist. Man muss auch ab und an mal Sachen ändern. Ich glaube, das ist auch nicht das letzte Mal, dass wir hier was ändern werden. Aber ich glaube, es wird gut. Ich bin da sehr optimistisch. Sehr optimistisch, meine Freunde. Kurz einen Schluck trinken. So, dann kommt hier wieder mal was hin. So, hier kommt auch noch einer hin. Dich nehmen wir mal mit. Ach Mann, ey, gibt's doch nicht. Doch da. Naja, so. Ja, dann einmal hoch. Innen drin ist jetzt auch erstmal nicht so wichtig. Das kann man dann immer noch machen. Wichtiger ist jetzt erstmal, dass wir hier das ein bisschen schöner haben. Ach so, wir haben noch zu wenig Holz. Pass auf, was sagt das Inventar? Voll bis nach einem Buktu. Ist natürlich doof. Boah, ich bin überfordert, Freunde. So viele Sachen hier, die man beachten muss. Wieso haben wir denn noch keinen Rucksack? Kann man nicht einen Rucksack auch craften? Warte mal. Lagerung? Largierung? Wie war denn das mit dem Rucksack? Es gab doch einen Rucksack. Oder kann man den nur finden? Irgendwas war doch mit einem Rucksack. Rucksack, 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 Netzkanister. Wieso sind das jetzt? Können wir noch. Ach, da. Da, Rucksack. Leder. Und Wolle. Gut. Freunde, ich habe nichts gesagt. Wir sind noch weit davon entfernt. Wir haben auch noch keine nennenswerten Tiere gefunden, ne? Also, noch nichts Besonderes. So. Düm, düm. Oh, es nervt mich jetzt hier. Ich will vorankommen. Ich will weitermachen. Ich habe keine Lust, hier so lange hier rumzupimmeln hier. Blätters. Ah, Blätter sind voll. Gut, dann machen wir halt Seile. Oder ist Seile auch schon voll? Nein, Seile ist nicht voll. Dann stellen wir jetzt halt mal Seile her. Gut, kurzen Anfall gehabt. Geht gleich wieder. So, ich esse jetzt die Kartoffeln roh, ist mir egal. Jetzt haben wir genug Platz hier, ne? Ja, sollte reichen. Hoffe, jetzt ist hier keine Ratte. Ist hier was? Ne, hier ist nichts, ne? Hier ist auch. Oh, so groß wird die weiße Blume dann in dem Kasten? Nee, ne? Das glaube ich nicht. Das wäre ziemlich groß. So, hier kriegen wir wieder ein paar Planken. Also schön. Und hier müssen wir dann auf jeden Fall tauchen, weil hier wird es dann wieder eine unterirdische Kiste geben. Ach doch, das wird gut aussehen, ne? Guck mal, das wird gut aussehen. Wenn der Turm erstmal fertig ist, dann können wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, das haben wir gut gemacht. Du, du, du. Du, du. Du, du. So, ist hier noch irgendwo eine? Kann man hier auch hoch vielleicht? Hier ist nix. Nö. Wow. Mal wieder richtig unglaublich, was hier für ein Loot versteckt war auf dieser Insel. Ja, Ananas haben wir bestimmt irgendwo eine übersehen, aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Ist mir egal jetzt. Ist mir richtig egal. Das sieht jetzt richtig komisch aus, ne? Ungewohnt, wenn da keine Bäume hinter sind, ist es richtig offen. Kein Sichtschutz mehr zum Nachbarn. Du. So. Hier kommt einer hin, da kommt einer hin. Ja, und das reicht jetzt wieder nicht, ne? Weißt du was?
Wir können doch neue anpflanzen hier. Was soll der Geiz? Ich will das jetzt hier noch fertig kriegen, die Folge. Also, fertig ist relativ. So. Ach, du gehst mir auch langsam auf die Eier, ey. So, dann hier noch einen hin. Ah, können wir nicht, weil da die Ecke ist. Wunderbar. Haben wir hier nochmal diese Palmsamen? Palmsamen. Zack. Zack, braucht frisches Wasser. Ja, ist okay. Machen wir nochmal schnell, weil ich habe das Gefühl, wir werden für unser Bauprojekt hier noch ein ganz kleines bisschen brauchen. Der dahin. Und das, also zack, 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 zack. Hier noch einen. So, dann ist das auch bewässert. Wunderbar, wir sind auch bewässert. Auch wunderbar. Können wir jetzt bitte mal das Ding fertig... Flippt gleich aus hier. Also ist das, ne? Wenn man dann hektisch wird, dann neigt man zu Fehlern. Jetzt wird es auch dunkel. So habe ich mir das gedacht. Hier. Wieso kann ich hier keinen hinsetzen? Wahrscheinlich, weil ich da noch so einen Stab brauche, ne? Hier? Nee, hier hätten wir einen Stab gebraucht. Naja, gut. So, jetzt gucken wir nochmal. Ich meine, einigermaßen ist das doch schon geworden. Hier müssen wir auch reparieren. Können wir nicht mehr. So. Ja, genau. Da kommen noch zwei hin. Und dann hier noch die Wand hoch. Und dann ist das der Turm. Und obendrauf kommt dann... Doch, ich glaube, es ist gut geworden. Es ist, glaube ich, wirklich sehr gut geworden. Ich bin bisher zufrieden. Ich bin sehr gespannt, ob es dann auch funktioniert in der Praxis. Das ist natürlich immer noch die andere Seite, ne? Der Medaille. Ob es dann halt auch wirklich funktioniert. Ob sie wirklich richtig stehen. Sehen sie, wenn das Licht angeht. Oder ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. So war das, ne? Doch, doch. Es wird langsam. Langsam wird's. Meine Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Bolle. Ciao, ciao.